Willkommen zurück, Leute, zu Part Nummer 2 von Phantom Hourglass, dem Zelda-Game, dem ersten Zelda-Game für den Nintendo DS. Alles klar, wir sind auf einer Insel gelandet, nachdem wir unser Schiff, unsere ganze Besatzung, unsere ganze Crew und unsere Freunde Tetra verloren haben. Sehr schlecht. So, ich habe ein bisschen meine Handhabung geändert, dass ich jetzt ein bisschen besser zocken kann hier. Ich spiele auch nicht mehr blind auf meinem DS rumtippen. Nein, jetzt ist alles echt geil und in Echtzeit. So, warte, wer sind Sie denn? Oh, schau, das Erdbeben eben hat schon wieder die Brücke zerstört. So viele Erdbeben in letzter Zeit und jedes Mal wird die Brücke zerballert. Hm, es gibt aber glücklicherweise noch einen Weg zur Stadt. Jedoch führt dieser durch eine furchteinflößende Höhle voller Monster. Was machen wir bloß? Natürlich warten wir, bis die Brücke repariert wird. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir haben keine Zeit, Mann. Wir gehen einfach... Ja, durch... Wo ist das? Welche Höhle? Warte mal, hier oben ist ja auch noch eine Höhle. Ihr könnt auf die Karte gucken. Es gibt zwei Höhlen, zu die wir gehen können. Oh, oh, oh. Monster, wir haben keine Chance, Marcel. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Wir sollten umkehren. Okay. Dann kehren wir halt um. Dup, dup, dup. So, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht, dass ich so auf dem DS rumtippe und sowas alles, weil der DS ist jetzt dadurch doch ein bisschen näher an mein Mikro. Durch die neue Haltung. Aber es wird schon alles gehen. So. Dann Hallöchen. Okay. Oh, die Mucke. Dumm. Bidi. Bum, bum. Wo ist die Tür zu? Hallo, Großvater benutzt diese Höhle als sein Lagerhaus. Ach so, was steht da? Lass die Finger von meinen Sachen. Bitte frag vorher, sie waren. Okay, na gut, dann würde ich mal jetzt sagen, wir sagen den Opa mal Bescheid, dass die Brücke kaputt ist und dass wir den Umweg nehmen müssen und dass wir dafür eine Waffe brauchen. Ich glaube, das sind so nett und gibt uns was. Typi, wir sind's nochmal. Hm, du hast den Pfad nach Norden probiert, nicht wahr? Ach, Celia, hab ich dir 100-mal gesagt. Du sollst ja nicht lang gehen. Es gibt in letzter Zeit so viele Erdbeben, Marcel. Zusätzlich sind auch noch Monster in der Nähe des Dorfs aufgetaucht. Die Höhle im Norden führt zwar zum Hafen, aber dieser Weg ist voll von Monstern. Schlag es dir aus dem Kopf. Ich bin sicher, jemand wird kommen und die Brücke reparieren. Hallo? Du hast den Pfad... Na toll. Okay. Aber... Nun gut, er will uns also nicht da durchlassen. Nur was... Großvater sagte zwar, wir sollen uns nicht in Gefahr begeben, aber wir müssen trotzdem deine Freundin befreien. Wenn du nur ein Schwert hättest oder eine fette Knarre. Ja, damit könnten wir die Monster erledigen. Ja, wo sollt ihr finden? Hier ist die Höhle. Das sieht aus, Lagerhaus. Der hat bestimmt ein Schwert, der olle Typ. Oh mein Gott, Mann. So, ich habe mal gesehen, wie Großvater ein Schwert hier eingeschlossen hat. Wie kriegen wir jetzt nur die Tür auf? Ich glaube, er hat eine Zahl auf dem Schild geschrieben. Ich glaube, er sagte, es sei die Zahl der Palmen am Strand. Aha. Okay, was steht da? Lass die Finger von meinen Sachen, Mann. Okay, dann zählen wir mal jetzt die Palmen. Die Palmen am Strand zählen. Gut, ist kein Problem, Mann. So, jetzt bin ich schon wieder gerollt. Wie mache ich das denn? Aha. Doch, doppeltippen, aber erst wenn er richtig schön in Fahrt ist, oder was? Ne, irgendwie. Warte, sorry, ich probiere gerade wieder aus, wie man hier rollt. Wow, was war das? Okay, egal. Gut, zählen wir die Palmen. Bam, 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 bam. So, und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben. Sieben Palmen. Jo, das scheint zu stimmen. Bum, 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 bum. Roll Link. Verdammt, wie roll ich denn nochmal? Das ist ganz merkwürdig. Weil ich scratche oder was? Nee, hab's nicht irgendwie einen Knopf zum Rollen? Keine Ahnung. Okay, ich scratch einfach. So. Ich hab mal gesehen, wie Großvater da seine Zahl und so. Ich glaube, es ist die Lucky Seven. Ja, ich schreibe das mal auf. Hier, pass auf. Lass die Finger von meinen Sachen. Ich frage jetzt nicht. Ich wollte eigentlich noch einen klassischen Strich durchmachen, wie man es in der Grundschule gelernt hat. Jawoll. So, da hat er echt einfach ein Schwert. Warte mal, da ist auch ein Tagebuch. So. Bams. Alles kaputt gemacht. So, was steht denn da drinne? Schwertkampf. Grundlagen Nummer 1. Benutze den Touchpin, um dein Schwert zu schwingen. Schnelles Zeichnen ist der Schlüssel zur geschickten Schwertkunst. Geil. Und Leute, was ist es? Boom! Du hast Sivans Schwert erhalten. Um es zu schwingen, berühre deine Gegner oder wische über den Touchscreen. Okay. Du hast ein Schwert. Oh, wir sollten Großvater nichts davon sagen. Er macht sich nur Sorgen. Aber wir haben Glück. Jetzt können wir es mit den Monstern aufnehmen. Saugeil. So, roll Link. Roll. Wow. Wow. Yeah. Okay, scheint wieder zu klappen. Ich übe mich langsam ein. Oh! Ihr beiden macht wirklich nichts als Ärger. Ist das nicht mein Schwert? Was hast du damit vor?
Großvater, es tut mir leid, aber wir haben gar keinen guten Grund. Ein Mädchen namens Tetra wurde entführt. Wir können nicht auf die Brücke warten. Oh, jetzt verstehe ich. Aber ich kann euch nicht gehen lassen. Nicht ohne euch zu zeigen, wie man das Schwert benutzt. Ich bringe dir den Schwertkampf bei. Komm in mein Haus. Oh, oh. Okay, Opa. Mit deinem komischen Muschelstab. Zack. Das kommt mir wie bekannt vor, wie aus Wind Waker, aber egal. Marcel! Egal wie gut dein Schwert auch sein mag, wenn man es falsch benutzt, ist es nur gefährlich. Daher werde ich dir die Grundlagen der Schwertkunst beibringen. Beginnen wir mit dem Anvisierhieb. Ich stelle ein paar Ziele auf, an denen du üben kannst. Das sind harmloser als echte Feinde. Berühre ein Ziel, um es anzuvisieren und anzugreifen. Probier's mal aus, okay. Yeah, geil! Perfekt, weiter so, zack! Schlitz! Bams! Hervorragend! Der Anvisierhieb ist die grundlegendste aller Attacken. Nun zum Wischhieb. Wenn es schwierig ist, die Gegner anzuvisieren, benutze lieber den Wischhieb. Zeichne einfach eine Linie zwischen dir und deinem Ziel. Dieser Angriff braucht etwas Übung. Wische einfach über den Bildschirm. Okay. Ah, okay. Yeah. Yeah. Genau so. Yeah. Sieht so aus, als hättest du den Wischhieb komplett verstanden. Du kannst ihn auch dazu benutzen, um mehrere Krüge auf einmal zu zerbashen. Merk ihn dir gut. Und zu guter Letzt noch die Wirbelattacke. Marcel, führe den Touchscreen in einem Kreis um dich herum. Wow. Ja, zeichne große Kreise. Hat große Kreise? Und bam! Tja, großartig. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Oder ging aber schnell. Den Rest musst du im echten Kampf mit den Monstern lernen. Aber wenn es Probleme gibt, komm hierher zurück und rede mit mir. Danke, Opa. Eigentlich soll er springen, aber ist egal. Oh, Mensch, Link. Link, du sollst ja reinspringen. Egal. Weiter going. Jetzt können wir eigentlich da durch. So, jetzt sind natürlich die total lame, die schlappen Monster. Was? Yeah, das war einfach. So, ich finde es auch ein bisschen schade, dass das Spiel nicht 20 Herzen hat. Wir haben hier, glaube ich, bloß 16. Aber, okay, muss man natürlich sagen, der DS ist natürlich nicht so wirklich. Muss man schon ein bisschen Kompromisse machen. So, was bist du denn für ein Vieh? Hallo? Oh, sorry. Boioioing! Willst du einen Purzelbaum schlagen? Kritzel winzige Kreise am Rand des Bildschirms. Ah, okay. Rolle gegen den großen Baum hier und schau, was herausfällt. Wenn du zu oft rollst, wird dir aber schwindelig. Ist klar. Kritzel ein bisschen am äußersten Bildschirm. Oh, ein Zwacken, Alter, geil. So. So, also hier kaputt schlitzen. Alles klar. Dum, dum. Schöne Tutorial-Insel, das wird noch leicht. Das wird so leicht. Oh mein Gott. Der Bergpass. Hau mal ab. Raus. Und tschüss. Oh nein. Ein Schlüssel? Wo soll ich den denn herkriegen? Na okay, laut Karte ist es einfach nur... zack. Schlitz. Bams. So, schön einfach. Spielt sich schön flüssig von der Hand. Ist nicht schlecht. Und... Yeah! Ein kleiner Schlüssel. Damit lassen sich verschlossene Türen öffnen. Berühre eine Tür, um sie zu öffnen, aber du kannst ihn nur einmal benutzen, weil er dann nämlich kaputt geht. Er wurde nämlich schon zu oft benutzt. Boah. Cinematic. Alles klar. Oh Gott. Schöne, einfache Gegner noch, die man auch noch kennt seit... seit Wind Waker. So, Herzchen. Was ist das hier? Was ist denn? Hallo? Berühre einen Block, um ihn zu greifen. Dann berühre die Pfeile, die erscheinen, um ihn zu bewegen. Ah, okay. Gut, dann mache ich auch gleich mal. Laut Karte ist hier nämlich nichts weiter. Ich muss ihn immer wieder neu berühren. Das ist ja hart. So. Was haben wir hier? Ah, Fledermaus. So, stirb. Nur für den Infostein? Reihenfolge der vier Hebel. Der erste Hebel, zwei von links. Hä? Vier Hebel ziehen. Wo waren die denn nochmal? Nun, dieser Hinweis wird bestimmt noch nützlich sein. Schreib ihn dir doch mal auf die Karte. Berühre dafür das Kartensymbol und dann kritzel, so viel du Lust hast. Oder drücke nach unten auf dem Steuerkreuz oder den B-Knopf. Das sind sogenannte Tastenkürzel. Wow, wie modern. Also, die Reihenfolge der vier Hebel. Der erste Hebel ist der zweite von links. Okay, na dann, wartet mal. 1, 2, 3, 4. Vier Hebel. Den ersten Hebel ist der... zweite links. So. Oh mein Gott, ey. So, dann mal schön unterteilen hier. Zack. Okay. So, dann weitere Infos sammeln. Dum, da, da, bum, bum. Ach so, ja, hier. Das sind die vier Hebel. Alles klar. Wow. Und tschüss. So, dann holen wir hier uns noch einen kleinen Tipp.
Zieh den Hebel in der richtigen Reihenfolge oder etwas Schlimmes wird passieren. Etwas Schlimmes wird passieren? Oh mein Gott, da hast du da Angst vor! So, knacks. Knacks. Warum muss ich den immer wieder neu berühren? Das ist echt ein bisschen doof. Aber okay. So. Di-dam-bam. Fledermäuse! Schwarz, schwarz! Und zack! Oh, Geld? Geh damit! Und, oh yeah! Ein roter Rubin, er ist 20 Rubine wert. So, Reihenfolge der vier Hebel. Der zweite ist der erste von links und der letzte ist der... Ach, ist kein Problem. So, also der zweite Hebel ist der erste von links und der letzte Hebel ist der zweite von rechts. Also muss der dritte ja der erste von rechts sein. Ah, sehr gut. Kleine Mega-Anfangsrätsel von mir aus. Lauter Energie. Wurde noch nicht einmal getroffen. So, na dann. Los geht's. Erster von links. Knacks! So, dann. So. Achso, ich habe jetzt oben eine 1 geschrieben. Ja, ich meine natürlich eine 3. So. Knacks. Und das hier ist dann der vierte. Was? Falsch? Wieso? Wieso? Ach, der zweite von rechts. Ach, Mann, verdammt. Wartet, wartet. Das war Fail. Radiergummi. So. Der letzte, also der vierte, ist der zweite von rechts. So, dann muss der dritte der hier sein. Alles klar. Jetzt aber. Mein Gott, wie furchtbar. Es hat mir Geld gebracht. Das ist ja unfassbar. Ich kann mal erstmal schön Geld farmen. So, also das nochmal. Der erste ist der zweite von links. So. Dann, wow. Dann so. Und dann so. Jawohl. Habe ich mich doch lumpen lassen, ey. Nicht zu fassen. Und, ja, mein kleiner Key! Danke, Mann. Damit lassen sich Türen öffnen. Na dann. Sehr gut. Jetzt sind wir, glaube ich, schon durch. Ne? Jetzt sieht es aus, als würde man wieder an Land kommen. An die frische Luft. Nee. Hier ist noch erster Stock gerade mal. Na, komm her, Watz, Watz. Und Schlitz. Alter, voll geil. So. Der Schlüssel, die Maus hat den Schlüssel. Da ist er. Alter, was zur Hölle? Die verarschen mich da. Ah ja, genau, genau. Das war auch ein cooles Rätsel. Weil guck mal. Wenn man jetzt hier den Schlüssel sich holen will, haut die immer wieder ab ins Loch. Oder halt in das Loch. Und deswegen müssen wir ein Loch zuschieben. Da, da, dum, bum. Da kommt die nie wieder raus. Zack. So. Jetzt hast du ein Problem, wa? Jetzt haben wir ein Problem. Verdammt. Wie mache ich das jetzt? Nein! Verdammt. Warte mal, das hat doch falsch gemacht. Ne, ein Loch muss ja zu. Plus wie? So, kommt die jetzt da wieder raus oder nicht? Ne, die kommt da immer noch nicht raus. Wartet mal. Dum, dum. Na. Verdammt, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie kann ich die. Ist hier noch irgendwo ein Block? Oh mein Gott, ey, die, was ist das hier? Das war die einfachen Rätsel noch. Ah, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie. Okay, alles klar. Ja, was willst du machen? So, okay. Oh yeah! Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Den dritten schon. Mann, das Spiel wirft aber um sich mit kleinen Keys. Bam, bam, bum, bum. Kann ich die Tür animation noch wegskippen? Nö. Die müssen wir uns mal wieder reinziehen. Aber ist ja kein Problem. So, down gemacht. Duck. Und Schlitz. Und Schwarz. Alter, voll krass. Ist das hier irgendwie noch Geld drunter? Nö, nur Herzchen. Aber so, guten, 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 guten. So, jetzt will man diesen komischen Lineback kennenlernen da. Der olle Typ, ich meine, der so ein bisschen Jack Sparrow-Verschnitt ist. Hm? Bamba. Wow, die eigentliche Stadt. Und da ist ein Schiff. Wir sind am Hafen. Was für ein langer Umweg. Nur weil die Brücke zerballert ist. Jetzt müssen wir Lineback suchen. Ich habe ihn ein oder zweimal getroffen, aber ich mag ihn nicht besonders. Wieso? Nee. Ist er unfreundlich? Er tut so großspurig, ist aber voll der Angsthase, Mann. Okay, lassen wir uns zum Steg gehen. Da hinten. Okay. Okay. So, wisst ihr was? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will erstmal zu dem Baum gehen, den wir da oben uns markiert haben. Hallo. Willkommen am Hafen von Melka, wo sich die Matrosen versammeln. Aber dank der Gerüchte über das Geisterschiff verkehren hier keine Schiffe mehr. Außer einer tapferen Seele, die vor kurzem hier angedockt ist. Ah, ist das Lineback oder was? So, wer macht denn die Brücke hier mal heile? Ich will... Hier, mach die Brücke heile. Arsch. Nicht schon wieder. Diese lausige Brücke zerbricht jedes Mal, wenn wir ein Erdbeben haben. Eigentlich arbeite ich ja an der Werft am Hafen und repariere Schiffe. Aber Sivan sagt, die Brücke sei genauso wichtig wie die Schiffe. Und wenn der alte Mann dir etwas aufträgt, dann machst du das auch.
Da kann man nichts machen. Also habe ich sie repariert. Wenn ich sie nicht sofort repariere, liegt mir der alte Sivan nur in den Ohren. Okay, na dann stören wir mal nicht weiter. So, jede Menge neue Häuser zum Entdecken. Und eine Truhe. Wie komme ich da hin? Okay, ich komme da nur rüber. Das geht noch nicht. Ich glaube, ich markiere mir das aber mal. Ja, wegen 100% und so. Zack, da ist etwas. Ich mache immer ein X, wenn ich irgendwo noch was zu holen habe. Und wenn ich was erledigt habe, radiere ich es natürlich wieder weg. So. Oh, die ganzen Hühner. Hey, warte mal, ich kann doch mit einem Huhn rüber bestimmt. Wartet mal. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Na, Link, renn! Ja, ich probiere, ob ich dann mit einem Huhn rüberspringen kann. Weil so weit ist der Weg ja nicht. Dann kann ich das nämlich auch gleich wieder wegmachen. Hey, yeah! Das arme Huhn! Das hätte eigentlich geklappt, warte mal. Das war jetzt nur ungünstig. Stimmt's, alter Opa? Ich schätze, ich kann es kaum erwarten, in der leckere Milch zu saufen. Bin bloß ein bisschen müde. Brauche eine Verschnaufpause. Warum haben sie alle immer so eilig? Mach ab und an mal auch eine Pause, sag ich. Nö. Nicht, wenn es ums Zocken geht. Renn dem Hühnchen hinterher, bis es nicht mehr kann. So, viele Chancen habe ich nicht. Ich muss jetzt mal langsam da richtig rüberspringen. Okay, jetzt geklappt. Danke, Mann. So. Also, da haben wir das doch schon mal jetzt gleich. Oh yeah! Du hast eine schwarze Perlenkette erhalten. Ihr dunkler Glanz ist mysteriös. Ach ja, stimmt ja, Leute. Das ist ja hier so... Ja, dann guck mal unsere Sammlung. Hier haben wir jetzt Schätze. Schwarze Perlen. Seltene schwarze Perlen aneinandergereiht zu einer Kette. Und das sind nichts weiter als Verkaufobjekte, damit wir schön Geld bekommen. Und das ist nämlich sehr wichtig, die ordentliche Kohle abzustauben. So, wo ist der Bike? Jetzt wo geht erstmal rein. Ich gucke mir erstmal überall in den Häusern oben. Oh, ein Laden! Hallo! Willkommen, werter Kunde. Wie kann ich dir helfen? Was hat die denn da alles? Oh, eine Flasche. Ist das eine Flasche? Das rote Elixier. Trink es in einer Notlage, um 6 Herzen aufzufüllen. 50 Rubine, wow. Na, ich hole mir erstmal das Schild. Zeig mal her. Der Holzschild. Er schützt dich vor leichten Angriffen. 80 Rubine, ist klar. Und Bomben können wir uns auch schon holen. Und was ist das hier überhaupt? Na, du hast ein gutes Auge. Sieh dir nur die Farben an. Das macht 500 Rubine. Ja, ist klar. Das ist nämlich auch so eine... Nee, das ist auch ein Schatz. Was? Ein seltener Schatz. Wie klingen 30 Rubine? Nö. Okay, da muss ich noch ein bisschen sparen. Aber das Schild muss ich mir holen. Gehört natürlich zu meiner Grundausstattung. Die Bomben kann ich mir, glaube ich, noch nicht holen, weil ich auch in diesem Spiel eine Bombentasche brauche. Oh, Briefkasten. Okay, dann gehen wir mal hier hoch ins Haus. Geschlossen? Was steht denn da? Schatzgutachter, wir öffnen demnächst. Ah, hier werde ich wohl meine Schätze verkaufen. Was ist denn das schon wieder? Sollten wir nicht nach Leinweg suchen? Lass uns zum Hafen gehen. Ja, okay, gut. Das Spiel lenkt mich. Erstmal hier nochmal reingucken. Das werde ich ja wohl dürfen. Oh, nette Bude, Mann. Kennst du die Wahrsagerin Astrid? Wer? Ich habe gehört, dass Astrid auf der Insel des Feuers lebt. Jeder ihrer Prophezeiungen ist eingetreten. Das Auftauchen der Monster, das Geisterschiff, sie hat alles vorhergesehen. Bestimmt kann sie mir sagen, wie ich eine Freundin finden kann. Man, immer diese Forever-Alone-Typen, Mann. Hier, Mann. Wie soll man eine Freundin finden? Da musst du einfach mal rausgehen. Oder halt in der Dating-Seite. Und Facebook ist keine Dating-Seite. So. Ja, okay, gut, dann gehen wir zum Hafen. Obwohl, ich war noch nicht in der großen... In der großen Kneipe war ich noch nicht drin. War ich überhaupt schon drin? Da eben gerade. Mensch, wo bin ich mit meinen Gedanken? Hallöchen, dich hat ja auch schon gequatscht, ne? Nee. Du sagst, du suchst nach einem Geisterschiff. Ich will dich ja nicht entmutigen, aber halte dich fern von diesem Schiff. Alle, die von diesem Schiff besessen waren, fanden ihren Ruin. Viel zu viele hat es mitgenommen und ihr Leben ausgesaugt. Oh, klopf auf Holz. Warte auf dein Holzbein. Na gut, dann mach doch... Okay, ich geh erstmal zum Hafen. Die Kneipe gucke ich mir gleich an. So, was ist hier? Hoch zu! Schiffswerft! Bin gleich zurück. Ah, da macht er die Brücke heile. Hallo, du bist Leinbeck? Schau dir dieses bemerkenswerte Schiff an. Was hältst du davon? Ja, cool. Oh, sieh dir das an, Mann. Was für ein Schiff. So eine stolze Schönheit. Wenn ich sie betrachte, vergesse ich die Zeit. Du bist Leinberg, ja? Oh, wenn sie doch nur mein wäre. Oh, du bist nicht Leinberg. Sie gehört einem Captain namens Leinberg. Ein furchtloser Kerl, wie man hört. Er hat die ganze Welt bereist und jedes Hindernis überwunden.
Was? Du suchst nach Lineback? Der Kapitän hängt immer in der Bar rum. Aber ich habe ihn die letzten zwei, drei Tage nicht mehr gesehen. Vielleicht weiß der Barbesitzer, wo er hin ist? Okay. Ja, aufs Schiff rauf. Cool. Gut, nichts zu machen. Also dann, Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Erstmal mache ich hier meine Notiz weg. So. Schon gefunden. Und ja, danke wieder fürs Zuschauen. Ist ein bisschen schleppend. Ich weiß, ich muss mir erstmal wieder ein bisschen klarkommen und so immer noch, aber das Spiel wird cool. Ich freue mich. Immer noch, jederzeit. Alter, du Huhn, du. Okay, ich kann nicht einfach rausspringen. Ich kann es auch nicht schlagen. Doch, bestimmt, aber ich lasse es lieber. So, beim nächsten Mal dann in die Bar hier. Gucken, ob irgendjemand was uns über Lineback sagen kann. Tschüss, Mann.